Und damit herzlichst willkommen zurück bei Let's Play Alien Isolation. Ich habe ein paar Tage nicht aufgenommen, aber ich erinnere mich daran, dass wir hier ein paar Mal gestorben sind. Wir müssen... was müssen wir eigentlich? Wir müssen der Torrens das Andocken ermöglichen. Okay. Wir müssen... Irgendwas müssen wir auf jeden Fall. Wir mussten die letzten Male ziemlich viel machen hier. So. Was ich jetzt machen muss, ist... mich nochmal vor Ricardo erschrecken. Dem armen Wicht. Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. So, gleich kommt... Ja, genau. Gleich kommt unser Freund da unten um die Ecke. Wir gehen das Ganze dieses Mal so ein bisschen lockerer an. Wir warten schön ab. Alles wird gut. Kein Grund zur Unruhe. Wobei die Musik einen doch schon sehr unruhig macht. Er kommt doch eh gleich darunter gehüpft. Oder auch nicht. Cool. Vielleicht haben wir eine Chance, es bis zu dem Speicherstand da vorne zu schaffen. Nix. Hier können wir mal das Radio anmachen, hm? Das wäre doch eine hervorragende Idee. So. Ich speichere jetzt einfach hier. Kratz mir in der Nase, wie immer. Ich hab eiskalte Hände! Ah, boah, keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss! Verpiss dich! Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Ja. Unser Schrank. Okay, er ist oben. Nein, er ist unten! Er ist oben. Ich bin richtig! Oder? Bin ich richtig? Ich bin richtig. Bin ich wirklich richtig? Sieht so aus, ne?
Jetzt bin ich hier runtergegangen, ich Vollidiot. Ein fliegender Revolver. Eine Tür. Überall Feuer. Und ich hoffe einfach mal, hier taucht jetzt nicht noch irgendwie ein Androide auf oder so. Au. Die könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber so wirklich ganz und gar nicht. Das war dumm. Oh oh. Verpiss dich! Alles gut. Alles unter Kontrolle. Oh, 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 oh nein! Oh, oh. War das Arschloch knapp? Oh Gott im Himmel. Wirklich, die Taube ist auseinander. Schnell! Wie komme ich von diesem Wrack runter? Was? Wohl eins von den komischen Geräuschen, die hier verflogen waren. Was ist das? Was tut er denn da? Willst du nicht den Menschen töten? Den Typ? Das war klug. Alter. Da war doch eben noch ein Typ. Da war doch eben noch ein Typ.
Eindeutig. Da hinten! Was soll das? Warum kommt er jetzt wieder raus? So, wo bleibt das Alien? So. Danke. Das wollte ich. Na klar! Natürlich! So rein aus dem Instinkt raus. Fällt's mich auch nochmal an. Ganz klar. Und so langsam haben wir ein Problem. Wir haben nämlich nicht mehr viel für einen Flammenwerfer. Komm schon, du alter Pimmelkopf, verpiss dich. Ja, klar. Komm, geh nach oben. Komm, hoch mit dir. Danke. Da liegt noch irgendwas. Pumpgun-Patronen. Wenn der jetzt wieder da runterkommt, ne? Dann flipp ich aus. Leute. Ich habe hier gerade auch keine Ahnung. Das wird doch nichts. Werkzeug. Nicht so wirklich. Hey Myers, meine Schicht ist um und ich mache jetzt Feierabend. Falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkreuzen solltest, um das System zu reparieren, bin ich nicht mehr hier. Der Code ist 1851. 1851. Eins, acht, fünf, eins. Eins, acht, fünf, eins. Ich schreibe mir lieber auf. Eins, acht, fünf, eins. So. Morgen gemeinsam 4. Das ist schön aufs falsche Pferd gesetzt. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich muss diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen.
Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. So. Komm schon! Speichern? Ich kann speichern. Boah, geil. Ja, ich kann speichern. Ich glaub's ja nicht. Und diese konstante Anspannung, unter der man hier steht, es ist einfach schön. Was nun? Stellen Sie den Strom zu Sunman Servitatron sind wieder hier. Okay. Ja, toll. Je mehr Licht, desto besser. Wohl, vielleicht speichere ich draußen einfach mal. So, aus nächster Nähe. Vielleicht bringt das Ding ja dann was. Wo ist er jetzt? Oder so ähnlich. Komm schon. Okay, es bringt überhaupt gar nichts. Außer, dass es ihn... kurz stunt. Gut. Es geht einfach nichts über den Flammenwerfer. Es ist... ist einfach so. Muss ich hier rein, oder was? Ja. Komm schon. Oh. Das wäre es jetzt nur gewesen.
Getötet vom Mini-Fuzzi-Alien. Hallo! Genau, mach mal die Tür zu. Du bleibst draußen. Kein Zutritt für Aliens. Können wir ein Feuer hier in dem Zimmer anmachen, ey. Wie in Sibirien fast. Das machen wir gleich. Ich glaube, jetzt ist er weg. Gehen Sie über den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Gut, jetzt heißt es wieder abwarten, bis er weg ist. Dann können wir nämlich speichern. Danke. Ekelhaft. Ich will nur da drüben hinkommen. Und ich muss hier ernsthaft den Transit rufen. Bitte noch lauter. Geh auf! So. Mach's gut, Arschloch. Kaputt? Smile with confidence.
Ermöglichen Sie den Tunnels das Andocken. Für die automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass Sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie Sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Ja. Ich habe selbst keine Ahnung. Kurz gucken. Zugriffslog. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren. Aber ansonsten sind wir startbereit. Wundervoll. Ja, ja. Die Katze. Natürlich! Natürlich! Finde einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal. Oh, leck mich doch am Arsch. Warum? Warum? Zum Teufel. Na gut. Da wir die letzten Folgen so lang gemacht haben, machen wir die jetzt ein bisschen kürzer. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.